Welcome to the BattleTech Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom BattlePod. Heute wieder mit meinen grandiosen Co-Hosts. Einmal den Olli. Hallo Olli. Servus La. Dann den Hoshi. Hallo Hoshi. Grüezi benannt. Und dann natürlich den Onai. Hallo Onai. Komm mal nur. Also, ich finde es ja immer schon schwer, das Grüezi, das kennt man ja inzwischen, aber was du da immer sagst, das ist irgend so eine komische Sprache, die keiner kennt. Genau. Ah. Russisch. Also ich gehe mal davon aus, du hast Hallo gesagt oder so. Genau. Das hörte sich jetzt nicht so überzeugend an. Sowas wie Guten Abend. Genau. Guten Abend. Ja, das habt ihr aber schön gemacht. So, dann, wir wollen heute uns mal mit dem Rollenspiel oder den Rollenspielen und die verschiedenen Editionen beschäftigen. Und bevor wir anfangen, es gibt was ganz Neues. MechWarrior wird bekannter. Bombardier macht alles. Bombardier macht alles. Nein, genau. Bombardier. Wer ihn kennt und liebt. Aus dem genau, Bombardone. Der mit den gelben Stiefeln, der durch den Wald läuft in Mittelerde. Nein. Tom Bombadil, wir haben einen neuen Community Manager, wenn ich das richtig verstanden habe, für MechWarrior Online oder für PGI-Spiele vielleicht im Allgemeinen. Er ist super bekannt, wer sich in der Szene auskennt, weil er bei No Guts, No Galaxy einer der beiden Podcaster war über Jahre, das begleitet hat. Also solange ich zurückdenken kann, ich 12 mindestens, also sind jetzt schon gute 8 Jahre. Der hat auch, ist ein Streamer, MWO unglaublich viel gemacht, der hat MW5 gestreamt und zu meiner Überraschung war er vor einigen Monaten da ausgestiegen und das war so überraschend, weil er immer so mit Leib und Seele Battletecher ist und das auch so transportiert hat. Also er ist einfach ein absoluter Fan und ein unglaublicher Sympathieträger. Das war so ein kleiner Stich, so, oh man, wenn der Bombardier irgendwie die Flagge streicht, dann ist irgendwie was nicht okay oder so. Und da habe ich mir echt schon ein bisschen Sorgen um ihn gemacht und ob alles okay ist. Und aber jetzt taucht er plötzlich aus der Versenkung auf in einer, wie ich finde, grandiosen Position für die ganze Battletech-Community in der ganzen Welt, weil er halt einfach Battletech und MechWarrior im Herzen trägt. Das stimmt, ja. Und er hat auch extrem viel für die Community immer getan. Also er hat teilweise auf seinem Stream auch Verlosungen gemacht, die er, zumindest was man so hört, teilweise aus der eigenen Tasche bezahlt hat. Also ich habe selbst auf seinem Stream mal in MWO das Cyclops Starterpaket gewonnen. Also dieses Cyclops Bundle habe ich sehr cool gefunden. Also das, und sowas hat er andauernd gemacht. Also sehr bekannt, sehr beliebt bei der ganzen Community, glaube ich. Also glaube ich niemanden, der den irgendwie nicht mag oder so. Hat auch immer sehr ehrlich über genau, MWO berichtet. Es fällt schwer, ihn nicht zu mögen. Genau, also er hat auch immer gesagt, er ist zwar ein Fanboy, aber er sieht schon auch, wo die Schwächen sind und so weiter und hat das auch reportet, ja, also muss ich schon sagen. Und ich glaube, er weiß auch, was die Community will. Also kann man auf Gutes hoffen, glaube ich. Er hat auch geschrieben in seinem Post auf MWO Mercs, dass er jetzt sich auf MWO, also auf MechWarrior Online, fokussiert. Aber er ist beim Playtesting vom neuen MW5 DLC dabei und wird dann halt generell MechWarrior Community Manager sein. Ja, also mich freut's. Ja, absolut. Also von daher durch ihn kann MWO und auch MW5 hoffentlich dann nur gewinnen und wünsche ihm wahnsinnig viel Glück und ja, freue mich einfach unglaublich, dass er wieder am Start ist, auch wenn er jetzt natürlich ja, den PGI-Button trägt, den hat er ja zwischenzeitlich gewissermaßen schon gehabt. Die waren ja gesponsert von PGI mit ihrem Podcast. Also von daher muss er sicherlich schon ein bisschen darauf achten, was er sagt. So konnte nicht komplett freisprechen, aber er ist auch nicht der Typ, der halt flamed oder irgendwie etwas niedermacht, der, wenn dann halt konstruktive Kritik und das in einem vernünftigen Rahmen. Bin ich mal gespannt, wie er sich jetzt dann so äußern kann und ob er dann es auch schafft, dann auch seine Kritik weiterhin, die auch, wie gesagt, immer konstruktiv war, dann auch zu äußern, weil er jetzt ja Angestellter des Vereins.
Also, wir sind gespannt. Wir wünschen ihm Glück. Dann, ja, wir haben es jetzt schon angeteasert. MacWarrior 5 DLC kommt. Heroes of the Inner Sphere. Nein. wisst ihr schon mehr? Heroes of the Inner Sphere, weil ich jetzt dazwischen gequatscht habe, sorry. Also, wir hatten ja schon mal vorher das angedeutet. Es wurde gesprochen, dass ein Career-Mode bei Heroes of the Inner Sphere mitkommt, ähnlich dem, was in der Mod-Szene halt auch schon verfügbar ist. Neue Warzones, unlockable Upgrades, mal schauen, was dabei rumkommt. New Battlemax, ja, mal schauen, was sie da aus der Kiste zaubern werden. New Weapons, da kriege ich so ein bisschen Gänsehaut. Angst. Da könnten ganz komische Sachen bei rumkommen. New Equipment, okay. Beachhead Mission Type. Das könnte interessant werden. Ja, der las ich. So ein Landungsmodus. Ja. Genau. Was ist Beachhead Mission Type dann? Ja, so ein bisschen Omaha Beach im Battle-Universum, ne? Okay. So hätte ich das jetzt mal beschrieben. Ohne, was würdest du sagen, trifft so die Aussage? Ja, das ist, würde ich im Prinzip auch so grob beschreiben. Also wie sie es im Detail lösen werden, schauen wir mal. Aber klingt auf jeden Fall nach einer Herausforderung. Und New Extra Solar Moon Biome, also komplett neue Map. Ja. Also ist aus MWO ja auch schon so eine Umgebung bekannt. Relativ schattig, würde ich jetzt mal sagen. Mit sehr coolen Lichteffekten natürlich am Himmel noch dabei von irgendwie so einem weißen Stern. Und natürlich jetzt mit keiner Vegetation. Und ja, also was soll ich sagen? Also relativ dunkle Map am Ende des Tages. Und wir haben es ja, HBG Manifold, haben so eine Karte auch in MWO, aber noch einen Tick düsterer, würde ich jetzt mal behaupten. Von daher mal schauen, wie das so dann, mit welchen Tricks man da halt dann aufwarten kann, ob man auch die Dunkelheit auch nutzen kann, weil eigentlich sonst durch Radar wird es ja dann halt dann wieder komplett negiert. Eine Sache, was ich ganz interessant finde, ist die Andeutung, dass nicht alle Spieler dann dieses Add-on kaufen müssen. Es ist anscheinend schon dann in den Upgrades drin. Es muss dann quasi nur noch freigeschaltet werden. Das heißt, wenn der Host dieses DLC gekauft hat, dann können die anderen Spieler im Koop-Modus da mitspielen. Das klingt ja schon mal interessant. Ja. Und was für Waffen, also andersrum, machen die auch einen Zeitsprung oder bleibt die Zeit so, wie sie ist? Die Zeit sollte so bleiben. Also es sind jetzt keine Clan-Waffen, die dabei sind. Also um mal mit so ein paar Begriffen um sich zu schmeißen, haben sie einen Chemical Laser, Mac-Rifles, so Kram, den man halt als Battletech-Urgestein halt so aus ein paar sehr experimentellen Readouts kennt. Das ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist ein Game-Changer. Ich hoffe zumindest, dass sie es nicht so einen Game-Changer machen. Genau, weil es war eigentlich ziemlich am Müll alles. Ja. Aber bringt Flair rein. Genau. Gibt dem Ganzen halt noch ein bisschen mehr Vielfalt. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber gut, okay. Mal schauen, was es dann bringen wird. Was nicht in der offiziellen Ankündigungsliste steht, aber was ich schon auf Reddit gelesen habe, dass sie auch Infanterie in DLC ein. Das finde ich auch sehr spannend. Weil ich finde, Infanterie gehört auch schon ins Battletech-Universum, weil, ich sag mal, die Grey Death Legion-Serie fußt ja sehr stark auf Anti-Mech-Infanterie und das Gefühl natürlich auch dann so dieses Übermenschliche zu sein und wesentlich stärker, das kommt durch die vielen Panzer in MW5 schon mal ganz gut rüber. Aber so Infanterie noch so ein bisschen, verzeiht den Ausdruck, aber niederzumähen, das gibt dann nochmal so diese Allmachtsfantasie, wird dann nochmal ordentlich befeuert. Ne? Genau, einfach aber, ein paar Menschen drüber laufen. Genau, MacWarrior 3 gab es das. Aber ich sage jetzt mal so, in einem unübersichtlichen Gelände, gerade im Häuserkampf, kann Infanterie schon verdammt unangenehm werden. Also das sollte man nicht unterschätzen. Also ich bin mal gespannt, wie sie es umsetzen. Und ich hoffe, es kommt dann auch wirklich, weil was hier auf Reddit diskutiert wurde, ist gute 3 Monate alt und wir wissen ja, dass Pläne sich auch mal ändern können oder vielleicht das auch nur eine Latrinenparole war, aber
ich warte jetzt einfach mal ab, was da passiert und bin mal gespannt, wie das dann nachher aussieht. Ja, für mich wäre immer super gewesen, ein MechWarrior-Game, das eine Verbindung hat zum Gamerstuhl mit Sitzheizung. Okay. Dass man wirklich merkt, wenn man von einer Inferno-Rakete getroffen wird. Dass einem richtig heiß wird. So, ich bin im Arsch zu sein, schön warm. Genau. Ja. Jetzt im Moment noch selber machen. Stimmt. Ja. Was übrigens diesen DLC angeht, finde ich ganz interessant. Da hat mich einer vor ein, zwei Tagen angeschrieben aus der MWO-Community, der Matt Maeda, der ein oder andere, der auf Facebook in dem Battletech International unterwegs ist, wird ihn vielleicht kennen und hat mich auch auf diese Geschichte bezüglich MWO und Content-Updates und was die Community sich wünscht, hat aufmerksam gemacht. Ich hatte es zwar vorher gelesen, aber durch Familienfeier am Wochenende war ich ein bisschen abgelenkt, aber dann habe ich dem Matt noch zurückgeschrieben, was ich so denke. Im Prinzip, was ihr gerade angerissen habt, was sie für MW5 machen und dass einer nur zahlt und drei andere davon profitieren, das finde ich, wäre auch der Weg für MWO. Wenn sie jetzt anfangen, Map-Packs, Game-Mode-Maps oder Packs oder Patches mit neuen Spielfeatures rauszubringen und das Ganze halt über Crowdfunding halt gewissermaßen zu finanzieren. Das heißt, die Enthusiasten finanzieren das, weil sie einfach Bock drauf haben, aber im Endeffekt profitieren alle Spieler davon, was ja dann auch der Community grundsätzlich gut tut und sie dann anreichert und alle dann halt längerfristig auch Spaß haben, was sich beim Spiel mehr tut. Das wäre meines Erachtens auch der richtige Weg, statt immer nur neue Mac-Packs rauszubringen, was ja jetzt eh schon lange eingestellt ist. Der Derwisch war ja der letzte und der liegt ja ewig zurück. Aber das brauche ich nicht. Also das war eine Weile ganz nett, aber mittlerweile haben wir alle Mechs, die wir so haben wollen. Vielleicht kommt noch mal einer dazu, ist okay. Aber ich würde auch sagen, das Finanzierungsmodell für MW5 und mit MWO muss sein, dass sie neuen Content, der auch langfristig Spaß machen, auch gerne über Finanzierung, über DLCs, Crowdfunding, wie auch immer sie es machen, dass darüber auch dann wieder die Leidenschaft und das Feuer dann ein bisschen anschüren und die Leute auf die Stange haben. Ja, definitiv. Also ich meine, was würden wir nicht geben, wenn wir eine richtige Twycross-Map hätten? Ja, Tukayit. Genau. Oder wenn sie sagen, hey, wir machen jetzt hier Community Warfare oder Faction Play 3.0 mit den Features, oder wenn sie sagen würden, pass mal auf, wir haben drei Packages uns ausgedacht, wir haben Package 1, eine Wüstenkarte, einen Konvoi-Modus und Feature XY vielleicht nochmal, Minenfelder oder coolen Trucks oder was auch immer oder Reparaturstationen. Oder ihr fundet für Map Pack B, das ist eine Eiskarte, Polarkarte mit einem anderen Spielmodus und so weiter. Und das dritte Pack ist dann halt wieder anders und sagen, hey, das sind die zur Auswahl. Ihr könnt halt über eures Crowdfunding halt dann wählen, welches ihr dann halt wollt, ne? Damit die Leute es ein bisschen beeinflussen können, vielleicht auch, dann so einen Community-Gedanken dann mit rauszustellen. Und wenn jetzt, sagen wir mal, Paket 1 wird es oder A wird es, und die Leute aus B und C können sich dann überlegen, ob sie dann ihre Kohle trotzdem investieren oder ob sie sagen, nee, das habe ich mir nicht gewünscht, dann nehme ich meine Kohle zurück oder so. Ne? Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich verstehe nicht, dass PGI die über Jahre hat brachliegen lassen und wollen mal sehen, ob sie jetzt, weil du kannst die Leute so damit mit einbeziehen, dass sie das Gefühl haben, dass ihre Ideen und Wünsche halt auch mit umgesetzt werden. Das ist großartig. Ja, das stimmt. Ja, man könnte so vieles machen, aber PGI hält sich da, glaube ich, an Catalyst. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, vor allem die Fans, die jetzt da sind, ne, die sind alle auch ein bisschen älter und haben viele davon auch ganz gutes Einkommen mittlerweile, ne? Und oder Kinder sind schon wieder aus dem Haus und man hat mehr Zeit und Kohle für andere Sachen. Man sieht es ja, wie investitionsfreudig die Menschen sind. Siehe Kickstarter für die Mech-Geschichte, wo Onai und ich halt dann auch ordentlich dann. Ja, und Hoshi auch. Hoshi auch? Weiß ich gar nicht. Hast du auch? Du hast auch Paketchen, ne? Genau. Aber es ist ja jetzt, wo du es gerade ansprichst, Kickstarter. Was gibt's da Neues? Ist der Plüsch-Irby schon da? Nein, das ist das Schlimme dabei. Also die News, die seit zwei Tagen unterwegs sind, ist, dass die Wave 1 definitiv in den nächsten 7 bis 10 Tagen vor der Auslieferung steht.
Um mal ein paar Zahlen rumzuschmeißen, es sind 5 Hubs auf der ganzen Welt, die halt für die Verteilung der Einzellieferungen zuständig sind. Insgesamt haben wir 9824 Bäcker, die an dem Kickstarter teilgenommen haben. Das sind dann unfassbare 268.797 Einzelteile. Das heißt, das muss man sich mal in so Plastik-Mac-Ausmaßen vorstellen. Ja. Und das nur für Bäcker, kein Konditor dabei. Genau. Oh, und jetzt natürlich ein paar Urby Facts. Von diesen knapp 270.000 Teilen sind 31.553 Urby Salvage Boxes. Aber kein Plüsch-Urby. Noch nicht. Aber ich verstehe das nicht, ey. Der Urby ist hässlich. Er ist überhaupt kein Punch. Aber das Urby ist er lieb. Ja, ich weiß, aber überhaupt den Urby so geil zu finden. Es ist mein least favorite Battle Mac, sogar noch nach dem Charger. Also von daher, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, und dann wirst du dich freuen. Und dann wirst du dich ja freuen, dass in der zweiten Wave nochmal fast 190.000 Physical Items rausgehen. Ja. Und davon sind dann knapp nochmal 3.900 Urbys, ihr seid alle verrückt, die rausgeschickt werden. Nein. Ohne die Plüsch-Urbys, die zählen nochmal besonders. Obwohl ich bin der festen Überzeugung, dass ich meine alle bekloppt seid? Nvidia 3080 Karte früher habe als ohne seinen Plüsch. Ja, es ist fingers crossed. Sie hoffen, dass sie das Ganze mit dem chinesischen Neujahr 2021 rauskriegen. Wir sind jetzt momentan dabei, Mitte Oktober dann halt die letzten Redesigns von den Mac-Designs halt zu finalisieren und dann geht das halt zum 3D-Menschen und dann Carsten und ja. Hoshi? Mhm. Wollen wir es uns gleich mit zwei Fan-Communities irgendwie verderben mit dieser Aussage? Du könntest doch sagen, eher kommt Star Citizen raus. Ja, genau. Ja. Genau, Star Citizen Gold Master, bevor ein Plüsch-Urby. Also hat einer von euch eigentlich auch das Fortress mitbestellt? Das Dropship? Ja. Nee. Oh, ich habe gerade so ein Foto gesehen, das sieht irgendwie ganz cool aus. Ja, das Problem dabei ist, das musst du dir nur vorstellen, das passt dann genau auf diese, wir sind 7 Hexfelder. Mhm. Das heißt, das ist richtig klein. Das ist also nicht zu vergleichen, dass diese Fortress-Class im selben Maßstab wie die Macs sind. Ja. Achso, ja gut, weil die Macs falsch das Maßstab haben. Ja, genau, die Macs haben den falschen Maßstab. Zumindest im Classic, ne? Genau. Ist halt schade. Das ist ja auch blöd dann. Ja, dadurch ist halt geschuldet, dass du halt wesentlich mehr Reichweite halt generieren kannst, weil das heißt immer das Problem ja bei Alpha Strike, dass das Gelände ja quasi trotz riesiger Tische winzig ist, ne? Mhm. Ja, mit dem Angriff, also den Large, ich weiß nicht, wie heißt es? Short, Medium, Large. Auf Large kommst du ja einmal mehr oder weniger über die ganze Karte. So sieht's mal aus. Ja, und Fortress Class hat allerdings einen Long Tom obendrauf montiert. Ja. Das geht über 20 Karten. Also da kannst du im Prinzip sagen, es ist, du rennst jetzt da hinten mal zum Ende vom Fußballfeld und dann gucken wir mal, ob ich dahin treffe. Da ist der Aufschlag beim Würfeln aber größer. Also, das siehst du auf die Entfernung noch gar nicht. Genau, außerdem hast du den Raven, der pointet. Genau. Ah ja, gut. Dann. Ja, genau. Gibt es denn eigentlich ein Foto von dem Urby? Von dem Plüsch-Urby? Leider noch nicht. Leider nicht. Es gibt so ein paar Fanwünsche. Und es gibt natürlich auch welche, die sich schon mal ein Plüsch-Urby haben selbst machen lassen. Aber von dem fertigen habe ich bisher noch keins gesehen. Aber also, wenn er irgendwie so aussieht wie das, was als Plastikmini dann da ist, dann reicht es mir schon. Also mein Wunsch wäre gar nicht ein Plüsch-Urby, sondern ich würde Urby ja, weil er wirklich hässlich ist, witzig finden, so als Mülltonne. Mhm. So eine Urby-Mülltonne neben dem Schreibtisch. Weil ich habe mal gesehen, R2D2-Mülltonne gibt es für Star Wars-Fans. Aber eine Urby-Mülltonne, das wäre echt cool. So ein Urby-Akten fand ich da. Genau. Ah ja, genau, wo es die Autokernen vom Urby da betätigen musst, um quasi die Akten zu vernichten. Mhm.
Also PGI, wenn ihr zuhört, ne, wenn ihr Ideen für Merchandise braucht, ne, einfach bei uns nach. Blöde Idee. Genau. Ja, wir können uns ja als Berater anstellen lassen. Klar. Genau. Wir machen dann auch einen offiziellen Battletech PGI Podcast und Catalyst Podcast. Genau. Wir katalysieren da einiges. Ja, Vollzeit. Wir sind dabei. So wie heute zum Beispiel RPG. Ja, dann. Das war eine Überleitung. Die das war eine richtig tolle Überleitung. Das Problem bei so geilen Überleitungen ist, man muss nochmal erwähnen, dass das jetzt eine geile Überleitung war. Genau. Ja, also, das Rollenspiel ist älter als das als das Tabletop? Oder also, was ist älter? Die Henne oder das Ei? Das Rollenspiel oder das Tabletop? Das Tabletop ist selbstverständlich älter. Das kam als erstes. Das erste Mal, dass es eine Rollenspieledition gab, das war 1986, ein, zwei Jahre später. Und das muss ich mal genau gucken. Ohne, du hattest es mal rausgeguckt, wann kam Battle Droids erstmal auf den Markt? Das war 84. 84, ja. Ja, genau. Also zwei Jahre und später gab es dann. Gleiche Jahr wie Stirb langsam. Ja, sehr gut. Ja, wenn wir das erste MechWarriors habe ich sogar im Original noch hier auf Englisch mit diesem coolen Cover, wo der schwer angeschossene Rifleman aus dieser Cockpit-Perspektive in Flammen steht und so weiter. Schon geiles Cover. Aber tatsächlich die erste Edition, wir haben uns damals damit beschäftigt, Gott sei Dank war die zweite Edition dann relativ bald verfügbar, 1991. Die erste Edition ist wirklich sehr, sehr nur auf Mechkrieger zugeschnitten. Und das heißt, da fehlt so das Universum drumherum. Die Geheimagenten, die Politiker, die Mechaniker, all sowas. Ne? Und deswegen war das noch sehr, sehr eng vom Fokus her und das Regelwerk auch clunky, also eckig, schwer zu benutzen. Auch war gewöhnungsbedürftiger. Bitte? War gewöhnungsbedürftiger. Ja, das ist nett ausgedrückt. Und auf jeden Fall auch die Charaktererschaffung einfach irgendwie merkwürdig. Also die Charaktererschaffung im zweiten Teil, den ich bevorzuge bis heute, ist zwar jetzt auch nicht der Stein der Weisen oder so, aber war zumindest schon mal etwas logischer aufgebaut aus meiner Sicht und bot eine etwas mehr Band oder doch deutlich mehr Bandbreite, würde ich mal behaupten. Und der zweite Teil, wie gesagt, 1991 kam raus und da gibt es das Problem, dass du eigentlich nur über die Attribute schon ziemlich gute Charaktere vom Beginn an ziehen kannst und damit als Spielmeister aufpassen musst, dass dir, wenn du so Optimierer im Team hast oder in der Gruppe hast, dass die sich nicht gleich von Anfang an so Überpiloten halt erschaffen, dass man da schon ein bisschen den Daumen drauf hat. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wieder ganz gut, weil keiner hat Bock mit 5-6er-Piloten irgendwie, keine Ahnung, 1-2 Abenteuer durchzuspielen, vor allem. Was willst du diesen Leuten dann gegenüberstellen? Urban Mechs oder Infanterie oder Milizpanzer nur? Das ist auch langweilig. Ne? Nee, also ich habe das eigentlich bei das, also wie du sagtest, ich meine, ich bin ja tatsächlich übers Rollenspiel zum Battledeck-Spielen gekommen, also Kartenspiel quasi. Ja. Zum Brettspiel, weil, also wir haben am Anfang eigentlich von Phaser auch Shadowrun gespielt, ne? Ah ja, okay. Und haben dann gesehen, oh, da gibt es wieder von Phaser ein Rollenspiel, ne? Das schauen wir uns an. Und das war halt die First Edition, war clunky zum Spielen, aber wir haben dann halt das MechWarrior Set auch gekauft, ne? Weil wir gesagt haben, wenn wir Kämpfe machen, dann richtig. Und das hat mehr Spaß gemacht als die First Edition vom Rollenspiel. Deswegen haben wir dann mehr quasi MechWarrior gezockt, also das Brettspiel quasi gezockt. Und erst bei der Second Edition sind wir dann eigentlich wirklich ins Rollenspiel eingestiegen, weil es meiner Meinung nach eben auch vom Flair gepasst hat. Also die haben die Charaktere meiner Meinung nach gut umschrieben, ja. Und du hattest auch wirklich was zu tun, wenn du so eine Party, Rollenspielparty quasi gegründet hast, ja. Du hast da extrem viele Möglichkeiten gehabt, wie du das ausgestaltet hast, ja. Also ich muss auch sagen, unser Spielmeister, der hat das wirklich super hingemacht, weil wir haben angefangen alle auf Solaris 7 als quasi unterste Liga Mech-Jockeys in den Außenarenen, wo aber jeder von uns in einem anderen Stall angestellt war. Ja? Also,
Und wir mussten uns quasi so zusammenraufen und sind uns durchaus mal in der Arena gegenüber gestanden am Anfang. Und das hat so richtig Flair gemacht und Spaß gemacht, ne? Und er wollte mich dann dazu bringen, so, ich sag mal, so eine Mini-Great-Death-Legion zu gründen quasi. Und so, und das war wirklich total interessant. Und wir haben dann wirklich, also eigentlich von 91, wie es rausgekommen ist, bis ich glaube, ja, 99 fast durchgegangen. Also teilweise bin ich heute noch im Jahr über ICQ damals und so. Also wir spielen es tatsächlich im Jahr 2020 noch, also weil ich finde, dass das Gute an Teil 2 ist, es ist ein bisschen ja universell, ne? Also du hast halt nicht so starke Beschränkungen, irgendwie, dass gewisse Sachen nur fraktionsbezogen funktionieren. Wenn du einen fähigen Spielmeister hast, der das dann in die richtigen Bahnen lenkt und die Leute auch berät, kann man da auch schon, sag ich mal, die Charaktere dann gut halt auf die jeweilige Fraktion und auf das Spiel halt bringen, ohne dass das System einem zu viel vorgibt und einen bevormundet. Das finde ich immer furchtbar, wenn man quasi, wenn du einen gewissen Weg gehen willst, ein gewisses Template dann nehmen musst, sozusagen. Ne? Und das ist bei MechWarrior 2 nicht der Fall, hat aber auch den Nachteil, dass du halt, wie gesagt, auf der anderen Seite dann halt auch ausufern kannst, was die Figuren angeht, weil so richtig viel Abwechslung bei der Charakterschaffung gibt es eigentlich nicht. Es gibt so bei den Prioritäten, die man verteilt am Anfang, was so Talente und Skillpoints angeht und den Sonderfähigkeiten. Da gibt es so ein paar echte Sweet Spots und du musst versuchen, den Leuten alternative Sachen halt schmackhaft zu machen als Spielleiter, indem du ihnen halt andere Boni sozusagen halt gibst. Also wenn du dich nicht für die 0815 Weg entscheidest, dann kriegst du was, was ich, eine höhere Mechklasse oder so. Oder darfst du die Variante deines aussuchen. Einfach so ein bisschen halt anlocken. Aber das hängt dann vom Spielmeister ab. Das ist nicht die Qualität des Regelwerks. Genau, so ist es. Also ja. Du brauchst in jedem Regelwerk, egal wie ausgeklügelt. Und du kannst wahnsinnig übertreiben. Siehe einige Versionen von DSA. Mhm. Mhm. Wie man so schön, darf man fluchen auf dem Podcast? Okay. Wie viel Brainfart du quasi in deine Regeln reinsteckst. Ja. Also das kann man natürlich extrem übertreiben. Und deswegen hat mir eben die zweite Edition auch sehr gut gefallen, weil es waren gebalancede Regeln. Du hast natürlich viel Unfug anstellen können, weil viel Schlupflöcher in den Regeln waren. Ja. Aber wie du selber sagst, wenn ein Spielleiter das einfängt, mir kommt es beim Rollenspielen viel mehr auf das Storytelling drauf an. Ja. Dass das funktioniert und nicht so sehr, ob es jetzt wirklich, ich weiß nicht, ein kritischer Treffer war oder nicht oder irgendwie, keine Ahnung. Da kommen wir gleich noch hin. Da wollen wir nicht zu sehr vorweggreifen. Wir sollten vielleicht nochmal die anderen beiden Editionen zumindest kurz beleuchten, wobei ich zugeben muss, mit der dritten Edition habe ich praktisch so gut wie gar keine Erfahrung, nur das, was ich darüber gelesen habe, weil die kam nämlich 99 raus, also gute 8 Jahre später, also beim ersten Mal hatten wir ein Abstand von 5 Jahren, was aber auch klar war, weil die Clans dann zu dem Zeitpunkt rauskamen. Da brauchte es dann auch ein neues Rollenspiel, weil einfach die Clan-Technologie und die Charaktere im 86er Ursprungswerk noch nicht inbegriffen waren. Also war es klar, dass relativ bald dann eine Neuauflage kommt. Dann hat es 8 Jahre gedauert bis zur nächsten. Und das zeigt so typisch Battletech, dass die Sachen unglaublich lange Bestand haben. Und das 3er, da hat man, zumindest habe ich so gelesen, sich halt schon viel mehr auch auf die Hintergrundgeschichte, auf die Storyline einzuschießen, dass man gewisse Sachen halt an das kettet sozusagen. Hast du Erfahrung ohne mit dem Dreier? Ja, ich habe das mehrere Jahre benutzt. Oh, erzähl mal, komm. Ich fand das sehr gut, weil ich habe größtenteils Gruppen gehabt, die nicht im Battletech-Universum Firmen sind, beziehungsweise halt nur so ein paar grobe Kenntnisbrocken davon hat. Und ich fand das ganz gut, dass mit der Charaktererschaffung, dieser Life Path, den man da am Anfang auswürfeln musste, dass da auch jemand, der mit Battletech und generell dem Rollenspielen neu war, dass man innerhalb von einer Stunde, gut, das hat seine Weile gedauert, oder anderthalb, dass man da schon einen fixen, fertigen Charakter produzieren konnte, der auch schon eine gewisse Tiefe hat, der halt auch schon so ein paar Basisfragen, die wichtig fürs Rollenspiel sind, warum machst du das, woher kommst du, wie heißt du,
dass man die halt schon mal abhaken konnte. Okay. War auch ein bisschen buggy, weil es hat halt sehr viel auch mit Glück bei der Charaktererschaffung zu tun gehabt. Ich sag mal so, in den vorangegangenen Editionen konnte man ganz klar sagen, ist okay, wir machen eine Truppe Mech-Krieger, ihr macht dann eure Charaktere und hier kann es dann halt schon mal dazu führen, dass man dann halt in Minute 10 halt würfelt und dann als Kind dann plötzlich ein Wrestling mit einem Bären gemacht hat und blöderweise verloren hat. Ui. Und dann war es das schon mal. Mit dem MechWarrior-KI. Im Erstellen des Charakters sterben. Nee, nicht sterben, aber man bekam, wenn man gut gewürfelt hat, bekam man Boni. Und wenn man schlecht gewürfelt hat, dann bekam man halt dementsprechend Mali. Das heißt, wenn du den Kampf mit dem Bären verloren hast, hast du zukünftig eine panische Angst vor dem Bären. Du triffst auf die Geisterbären und läufst sofort weg. Gut, also zu den ganzen Mali gibt es auch noch ganz gewisse Boni, die man dazu bekommt, aber sagen wir es mal so, die Wunschkarriere, die kann dann halt dann da an dem Punkt schon mal dann drunter gelitten haben. Das war ein bisschen blöd, wenn dann die Immersion darunter leidet, weil man eigentlich das gar nicht mehr erfüllen kann, was man sich erträumt, weil das genau. Buch sagt, also nee. Ich fand das ein bisschen dämlich, ehrlich gesagt. Also ich habe es erst viel später gespielt, die Third Edition. Also ich habe mir das, glaube ich, 2004 oder 2005 dann mal gekauft und wir haben es dann mal angetestet. Also ich habe sicher nicht so viel Erfahrung wie ohne damit und weiß nicht, ob man es vielleicht in die richtige Richtung lenken kann. Und vielleicht war ich auch etwas voreingenommen bei dem Ganzen oder so. Das kann natürlich auch sein. Weil ich natürlich ein bisschen drüber gelesen habe. Aber mir ist auch eben so vorgekommen, du hast dich quasi bei der Charaktererschaffung so zu Tode würfeln können, dass quasi das, was du eigentlich spielen wolltest, und richtiger Rollenspieler würde jetzt nicht den Übermenschen spielen, weil es macht ja gerade Spaß, wenn du ein bisschen den Null also so der typische Gaming-Min-Maxer macht eh keinen Spaß. Ja? Nee, aber absolut nicht. Aber wenn du dich komplett quasi von der Rolle her wegverwürfelst, die du eigentlich spielen wolltest, ja, ist ein bisschen doof. Ja. Mhm. Das fand ich etwas eingeschränkt. Dann gibt's natürlich die Möglichkeit, dass du jetzt sagst als Meister, na okay, das war jetzt so blöd, würfelst halt nochmal, aber das hat dann wieder was irgendwie von Min-Maxen, weil dann kann ich plötzlich so oft würfeln, bis das irgendwie hinkommt. Ja, also ja, dann kann ich es mir auch gleich aussuchen. Ist auch wieder dämlich, weil dann kann ich es mir gleich auch aussuchen, richtig. Also war für mich so ein bisschen eine Einschränkung gehabt. Und ich finde schon, wenn man einen guten Meister hat, ja, wie wir es Gott sei Dank hatten, als wir die Second Edition gespielt haben, dann konntest du diese ganzen Dinge eigentlich schon machen in der Second Edition. Nur warst du halt nicht angeleitet dazu, sondern der Meister musste halt mehr Gehirnschmalz reinstecken, um das in diese Richtung zu lenken. Und du hattest aber viel mehr Einfluss drauf, was du wirklich spielen konntest. Mhm. Und das war so ein bisschen mein Eindruck. Wobei ich, wie gesagt, wir haben die Third Edition, sollen es 10 Abende sein oder so, gespielt. Ja, also so viel Erfahrung wie du habe ich vielleicht sicher nicht darin. Also ich kann ja mal ein Nähkästchen plaudern. Also bei den Anfangsjahren, ich sag mal so, das ist ja in mindestens 3 Phasen untergliedert, bevor man überhaupt, volljährig ist. Da war ich am Anfang schon relativ jovial. Also wenn einer dann wirklich Scheiße gewürfelt hat und hat dann ja, blöderweise die Begegnung mit den Bären gehabt, dann würfel nochmal neu, aber der nächste Wurf, der zählt. Später dann, wenn er natürlich seinen Militärdienst absolviert hat und hat halt Tour nach Tour nach Tour, also Dienstjahr nach Dienstjahr nach Dienstjahr durchgezogen und hat da dann halt Scheiße gewürfelt, dann sage ich jetzt mal, tough luck, ne? Dann musst du halt jetzt damit leben, dass du jetzt keine 2 Augen mehr hast, sondern nur 1 davon, was halt regulär ist und das andere ist bionisch, ja, wenn man sich's leisten kann. Übrigens interessanter Punkt, die dritte Edition wurde ja 8 Jahre später nochmal neu aufgelegt, und zwar im Deutsch. Das ist witzig, also das war anscheinend vergriffen, vermute ich mal. Also es war die Zeit, wo ich auch kein Battletech gespielt habe. Mhm. Und dass sie das im Fanpo in Deutsch dann nochmal als Classic Battletech RPG die Third Edition von MechWarrior dann nochmal neu aufgelegt haben. Die muss früher schon vergriffen sein, weil ich weiß, ich wollte es mir eben kaufen, so 2004, 2005 eben, ja. Und ich habe meins dann auch auf eBay geschossen. Ja. Also. Ja, das war. Aber das zeigt auch, also eine relativ. Aber das gab es doch generell. Also das Classic Battletech RPG ist ja nicht nur auf Deutsch erschienen, sondern generell.
Es also gibt ja noch ein paar, die in der englischen Sprache nicht so mächtig sind und die möchten das gerne auf Deutsch haben. Olli gerade meinte, dass das jetzt nur bei auf Deutsch rauskam als Reprint. Echt? Gab es das auch auf Englisch noch? Das gab es auch auf Englisch, ja. Ja, das, okay. Also das wurde offiziell praktisch als Second Printing of MechWarrior 3rd Edition im Jahr 2007 dann verkauft. Und, Krass. Okay, wusste ich. Die haben es dann halt mit auf Deutsch gemacht. Ja. Naja, nur zwei Jahre später auf jeden Fall kam dann die letzte beziehungsweise die aktuelle Version von dem Rollenspiel, allerdings nicht mehr als MechWarrior 4th Edition, sondern als BattleTech A Time of War. Das haben sie umbenannt, weil sie irgendwie keine Verwirrung mit MechWarrior Dark Age wollten. Wobei ich mich frage, wer hat 2009 noch Dark Age gespielt? Gab es bestimmt eine Handvoll Leute, aber naja, kann man mal so im Raum stehen lassen. Wer hat überhaupt Dark Age gebracht? Hä? Wer hat überhaupt das denn gespielt? Nee, das war die Zeit, wo das halt aber auch gerade aufgearbeitet worden ist. Ja, da war gerade dieser Story-Lückenschluss zwischen Dark Age und dem, wo Classic Battletech damals aufgehört hatte. Ja, aber der Name A Time of War, ich meine, den finde ich an sich nicht schlecht, aber das sagt überhaupt nichts aus über das Rollenspiel. Also Battletech A Time of War, was soll denn das heißen? Ne? Also das irgendwie finde ich, also es hat mich damals auch gar nicht getriggert, als ich das erste Mal gelesen habe. Mhm. Es gibt ein neues Rollenspiel, sondern ist wahrscheinlich ein Sourcebook oder sowas, was da rauskommt. Das war mein erster Gedanke. Also finde ich ein bisschen, aber das ist jetzt jammern auf einem Niveau, weil ich habe es hier im Regal stehen. Ich finde es unglaublich schön. Und es reizt mich wahnsinnig, unsere MechWarrior 2-Kampagne auf das Ding umzusatteln, wobei mir der Helge und einer unserer Mitspieler, der so ein totaler Regelfuchs ist, so ein bisschen erschwankt so zwischen, machen wir und ich rate davon ab. Er sagt nämlich einerseits, die Charaktererschaffung wäre mit der 4. Edition, also Time of War, übermäßig komplex, aber das wäre ja eigentlich auch wurscht, weil wir haben ja unsere Charaktere, müssten ja eigentlich nur noch konvertieren von den Werten her. Mhm. Und was mir unglaublich an der Time of War gefällt, sind die Perks, die man hat, also die Spezialfähigkeiten. Weil es gibt ja diverse Battletech-Classic-Szenarien, die halt diese Spezialfähigkeiten nutzen. Zum Beispiel der Ian Davian, als er da gegen Yorinaga Kurita kämpft zum Beispiel. Ne? Oder auch Morgan Kell später gegen Yorinaga Kurita. Das fand ich schon sehr, sehr geil, diese Spezialfähigkeiten dann auch im regulären Mech-Kampf einzusetzen. Das gibt der Sache nochmal einen ganz anderen Pfiff und macht die Kämpfe aus meiner Sicht abwechslungsreicher und spannender. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt jetzt großer Verfechter von der Third Edition sein, aber da gab es sowas ja auch schon. Mhm. Ich würde gerade sagen, das Ghosting hat es schon gegeben. Ja. Und das war, glaube ich, aber das war meiner Meinung nach eine Überfähigkeit. Also ich weiß nur, wir haben die sogar verboten. Ja, da gab es noch ganz, also diese Mech-Nahkampf gab es ja auch noch, ne? Mhm. Das ist eine Kombo aus deine reguläre Martial Arts Skill, den wendest du jetzt mal auf den Mech an. Ja, ist eine nette Idee. Also ich finde, bei Small Scale Combat, also ich würde es auch nicht irgendwie bei Kompanie gegen Kompanie oder so sehen wollen, ne? Aber gerade bei Lanzengefechten und vor allem, das ist ja auch das Problem, dass man nicht die Zeit hat, dann auch irgendwie ewig große Gefechte zu machen, sondern man will ja dann auch, oder die Tendenz ist ja eher so, dass du im Rollenspiel kleinere Gefechte hast, damit du auch in einem Abend halt dann mal durch hast. Und dass du das halt ein bisschen spannender halt dann gestaltest, einfach indem du noch ein paar Facetten reinbringst. Also Ghosting, klar, also es gibt so Fähigkeiten, die gehören für mich zu Morgan Kell oder Yorinaga. Aber so zum Beispiel, dass man halt zum Beispiel sagen kann, ich schieße, bevor der Gegner schießt und meine Waffenschaden in Effekt, bevor er was machen kann. So kannst du auch deine Gruppe mal so diesen Heldenstatus geben, indem sie einfach gegen überlegene Kräfte einfach kämpft und trotzdem gewinnen kann, dass du mal so das Gefühl bekommst, okay, das ist jetzt echt mal auch eine Heldengruppe, auch im Feld, ne? So ein bisschen Grey Death-mäßig halt, ne? Mhm. Der Helge, von dem du sprichst, ja, der hat auf Shadowrun 4 Basis ein MechWarrior-Regelwerk geschrieben. Ja, weiß ich, hat er auch erzählt. Das Problem ist halt, finde ich immer nur, wenn man so selbstgestrickte Sachen hat, wenn dann einer aussteigt irgendwann mal, derjenige, von dem das gemacht hat, das dann nachzuvollziehen und dann hast du diese gemeinsame Basis fehlt dann, ne? Und vor allem, dann kommt jemand anders mit rein,
der vielleicht Time of War kennt oder It's a Second Edition und der muss sich dann mit dem neuen halt dann. Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig, was so Hausregeln und Custom-Regeln angeht. Einfach, weil ich da sage, die Regeln sind nicht das, was aus meiner Sicht primär die Qualität des Spiels definieren, sondern sie sind eigentlich nur so ein Grundgerüst, auf dem das Ganze zu funktionieren hat. Und am besten sind die Regeln so gestrickt, dass man sie möglichst gar nicht bemerkt. Genau, ja. Aber wie gesagt, es gibt, da sind wir bei dem Thema, es gibt unterschiedliche Arten von Rollenspielern. Ja. Wenn ich jetzt uns so ein bisschen verstehe, sind wir alle mehr so ein, no pun intended, die Storyteller-Typen. Ja. Und quasi die Regeln sind dazu da, um eine Storyline zu verfolgen. Genau. Ich habe aber durchaus Bekanntschaft gemacht, dass es Leute gibt, die Regelrollenspielen betreiben. Ja. Also ich hatte mal so eine Runde, wo ich quasi mal mitgespielt habe, zwei Abende, und wo ich dann gewusst habe, mit denen will ich nicht mehr spielen. Was einfach nicht meins war, ja, aber denen hat Spaß gemacht. Und also es ist okay für mich, ja, wenn es anderen Leuten Spaß macht. Aber die man will ja das nicht schlecht machen, jeder hat so seine Vorstellung. Genau, so ist es. Aber die haben zum Beispiel DSA 4 gespielt, und wer es kennt, da gibt es einen Haufen optionale Regeln mit Movement im Kampf und Positionsregeln Ausdauer. Und Ausdauer und allem drum und dran. Und die haben sich wirklich auch Hexkarten gezeichnet mit Movement-Indikatoren und allen möglichen Zeugs. Alter Schwede, das war kompliziert. Ja? Mhm. Und ich verstehe noch gewisse Regeln eben in so ein Rollenspiel wie MechWarrior, dass man das macht, weil dass da der Kampf irgendwie systematisch sein muss. Ja? Aber gerade in einem Rollenspiel, was High Fantasy ist, ja? Wo sowieso Regeln einen gewissen Realismus verlieren, weil typischerweise, wenn du mit dem Schwert eins auf die Rübe kriegst, bist hin und nicht, hast nicht 10 Schadenspunkte bekommen, ja. Das hat einen gewissen Unrealismus sowieso dabei, und dann versuchen, das in eine Simulation umzuwandeln, das ist einfach für mich dumm, ja. Wir kommen jetzt gerade auf ganz, ganz spannende Punkte. Da würde ich jetzt gerne mal ein paar Fragen zustellen, die wir in dem Kontext dann auch oder gemeinsam beantworten können. Ja, klar. Also eine von den häufigsten Aussagen, die ich von Leuten gehört habe, die sich mit Battletech, dem Rollenspiel, nie auseinandergesetzt haben, aber die das Tabletop kennen, aber das ist doch total langweilig, weil du bist ja Mech-Pilot und du kannst ja dann nur pilotieren und außerhalb des Mechs kannst du ja gar nichts. Das heißt, im Prinzip läuft es ja doch wieder auf die Mech. Außerdem gibt es gar keine Magie. Was will man denn da überhaupt machen? Magie gibt's doch. Es gibt Laser. Ist doch auch Magie. Was? It's Magic. Lost Tech. Ja, also aber kommst danach. Natürlich ist es Magie. Das möchte ich mal massiv widerlegen, weil, wie gesagt, die Second Edition haben wir ja wirklich jahrelang gespielt. Und wir hatten jahrelang teilweise, weil wir alle unterwegs waren in der ganzen Welt, eben nur Zeit über ICQ und haben da relativ wenig Mech-Gefechte eigentlich gemacht, haben uns aber massivst politisch betätigt. und auch massivst, sage ich mal, im Untergrund betätigt. Also wir haben da so Szenarien gespielt, wo wir quasi mit Heimdall, wer es kennt, dann gewisse Sachen durchgezogen haben und so. Ja. Und das, wer ist denn Heimdall? Ist so eine Untergrundorganisation im Steiner Raum. Also ganz, 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 ganz coole Geschichten auch quasi, die mehr gemeinsam hatten mit einem Shadowrun als mit Battletech, aber es war halt im Battletech-Universum und mit viel Inner Sphere Politics dabei. Und das war teilweise viel, viel cooler als die reinen Mech-Gefechte jetzt im Rollenspiel. Weil, wie du sagst, wenn ich Mech-Gefechte wollte, dann habe ich einen riesen Tabletop aufgebaut und einen Tag lang Tabletop gespielt. Oder zwei. wenn es ein großes Gefecht war. Aber im Rollenspiel war für mich das viel, viel lustigere eigentlich, was außerhalb des Mechs abgelaufen. Eben, absolut. Und dank Game of Thrones, muss ich auch sagen, kann man den meisten Leuten jetzt auch viel besser erklären, was die Faszination vom Battletech-RPG ausmacht. Und zwar dieser Kampf um die Vorherrschaft, diese politischen Intrigen. Ich meine, in Game of Thrones gibt es ja erstaunlich wenig, also sagen wir mal jetzt bis auf die letzte Staffel vielleicht, das ist ein bisschen schon heftiger, aber erstaunlich wenig Magie und Mystizismus und so weiter,
was ich auch immer gut fand, denn die meisten Konflikte wurden halt mit dem Schwert oder besser gesagt mit dem Dolch oder ja, durch Sex ausgetragen oder wie auch immer. Armbrust auf dem Scheißhaus. So sieht man aus. Oder eine Armee. Genau. Und das finde ich halt gut. Und ich finde es sogar im Gegenteil. Also das fordert dem Meister eigentlich mehr, eine herausfordernde, spannende Kampagne zu entwickeln, als wenn du sagen willst, ja, das ist jetzt der Zauberstab von Hundelmuddel, ne, und der kann eben das. Und dann gehen wir mal durch ein Portal und dann tauchen wir in dieser Dimension auf und so. Also ich finde gerade so diese magischen Elemente verwässern halt unglaublich vieles, weil du ja im Prinzip alles am Ende des Tages mit Magie erklären kannst. Während du genau. bei einem Sci-Fi oder bei einem nicht magischen Rollenspiel wesentlich mehr überlegen musst, wie baue ich das logisch auf und muss mich dann ja auch dann prüfen und hinterfragen lassen des Tages, ob das dann auch alles so ja logisch in der Folge war, so konsistent im Tag. Genau, man merkte sogar, wenn man viel Technologie hat, vermeintlich Magie zu balancen, Shadowrun ist da ein gutes Beispiel. Faser hat es meiner Meinung nach bis zur Version 3.1 von Shadowrun gebraucht, bis sie halbwegs die Magie unter Kontrolle hatten. Weil Magie einfach trotzdem im Vergleich zur Technologie so übermächtig war, ja, dass du, wie du sagst, alles mit Magie hast erklären können. Genau. Und bei Battletech hast du einfach diese Freiheit nicht. Genau. Es muss irgendwie in diesem Battletech-Universum ablaufen. Ja, Battlemechs sind cool, aber wenn der andere auch so viel Battlemechs hat, ist einfach blöd, ne? Genau. Und vor allem, also, du hast halt auch immer ein Bedruckmittel, zum Beispiel kommst da Interdikt und dergleichen. Und du hast natürlich große Häuser, die halt dann auch einfach mal zulangen können und dann ist halt einfach mal Schluss nicht lustig, ne? Also du kannst dir halt nicht einfach alles erlauben. Du kannst auch nicht mehr in dem Battlemech über durch jedes Haus laufen. Ne? Genau, so ist es. Technisch natürlich ist das möglich, aber wenn du mit der Strafe leben kannst und dass du dann sehr schnell dann so Outlaws, Banditen überall gejagt und alle wollen dir nur dein Zeug irgendwie abjagen und dich umbringen. So ist es, ja. Also ich finde, Battletech bietet ausreichend Mechanismen, also nicht nur ausreichend, sondern mehr als genug, um halt größenwahnsinnige Gruppen ein bisschen einzufangen. Dass sie nicht denken, wir sind jetzt allmächtig, nur weil wir irgendwie über 2, 3, 4 Battle machen. Weil das genau, ist einfach nun mal nicht viel. Das ist auch das, worüber wir mal im, ich habe ja einen Filmblog auch, ne? Und da haben wir mal drüber geredet, was eine bessere Verfilmung oder Fernsehserie machen würde, Robotech oder Battletech. Ja. Weil natürlich Robotech in Asien viel beliebter ist. Schaut natürlich Hollywood sehr nach Robotech, ne? Ja, schade. Und meine Meinung ist aber, dass Battletech viel besser wäre, aus dem, nicht weil ich jetzt der größere Battletech-Fan bin, was, ja, bin ich. Ja, aber woher kommt das, dass du so bist? Ne? Das aber Grund. Der Grund ist meiner Meinung nach, mit Robotech, da hast du im Prinzip so eine Soap-Opera, ja, und viele Leute springen von Soap-Operas ab und dann hast du wirklich nur noch die Hardcore-Fans. Gutes Beispiel für mich ist die Fernsehserie Arrow. Ja. Ist eine Superhelden-Serie, die bis zur dritten Staffel absolut genial war und danach war es Dallas im Superhelden-Universum. Oh. Und die meisten Leute sind dann ausgestiegen und die Ratings sind irgendwann komplett in den Keller gedroppt und dann war die Serie fertig. Und meiner Meinung nach allerdings bei Battletech hast du wirklich das Potenzial, wie du es gesagt hast, Story, dass du Game of Thrones im Weltraum machst. Mhm. Wo du wirklich eine Storyline hast, die dich auch 10, 12 Staffeln fesseln kann, auf gleichem Niveau. Ja, finde ich auch voll. Was ich halt auch sehr schön finde, was viele halt nicht bedenken, dass durch die Menge der Planeten natürlich auch die jeweiligen planetaren individuellen Kulturen über die Jahrhunderte unter Umständen sehr anders entwickelt haben und dass du halt auch interessante Gemengelage hast. Ne? Mhm. Ich meine, ich bin kein großer Fan hier von diesem Aufklärungsregiment, Cassie Southern, die mit ihrem bloßen Händen, genau, die mit ihren bloßen Händen Atlas erwürgt oder so, ne? Aber die Idee dahinter, ein Planetendreieck zu haben, wo Texaner, Puerto Ricaner oder Mexikaner, was auch immer, und auch ein Teil jüdischer Bevölkerung halt in so einer losen Gemeinschaft dann da lebt und dann auch wieder einen neuen kulturellen Mischmasch ergibt. Das fand ich, die Idee dahinter ist großartig. Mhm. Und das versuche ich in meinen Rollenspielen halt auch immer so diesen Mix halt mit reinzubringen. Und dass das
diese Planeten halt auch sich parallel zueinander entwickelt haben und auch mit diesen interstellaren Kriegen mitunter auch gar nichts mitbekommen haben oder nur ganz entfernt, weil das irgendwie am Arsch der Welt ist. Ich meine, wenn du, keine Ahnung, in Peru gesessen hast, dann hast du vom Zweiten Weltkrieg halt auch nicht viel mitgekriegt, ne? Und du hast es vielleicht in den Nachrichten gehört, dass es irgendwo rumst in Europa und irgendwo im Pazifik, aber naja, dich betroffen hat es halt nicht, ne? Ja. Es ist ja überhaupt das, es ist total spannend, dieses diverse Völkermischmasch, was betrieben wird, ne? Weil, also auch wenn du jetzt zum Beispiel den Kurita-Raum anschaust, ja, die Mischung aus Japanern, Arabern und Norwegern quasi, ja, ja, ist ja wirklich eine komplette konträre Mischung. Ne? Ja, ja, ja. Aus Volksgruppen, die und sich aber irgendwie zusammengefunden haben, um dieses riesige Reich zu machen. Weil die meisten sehen ja nur den Drachen, das Japanische in Kurita, ja. Genau. Aber diese ganzen arabischen und nordisch-europäischen Einflüsse, die da mit drinnen sind, sind ja absolut grandios. Genau. Oder zum Beispiel auch Minobu Tsuhara, ein farbiger Samurai. Ganz kurz, ne? Genau. Haben die denn überhaupt vor? Also gefühlt, wenn man sich nicht mehr mit Horst Kurita befasst, kommen die eigentlich nicht so wirklich vor, oder? Doch. Also zum Beispiel die skandinavischen Einflüsse in diese abtrünnige Provinz Rasalhaag zum Beispiel. Genau, die lösen sich ja dann los sogar, ja. Du hast unten an der Grenze zum Davion hast du die Arkab Legions, die, wie man der Name vermuten darf, arabisch geprägt sind und die auch eine richtig gute Storyline haben. Da kann man schon einiges draus machen. Dazu muss man dann ja auch sagen, wenn man allein sich die Mühe macht und einfach mal einen Planeten rauspickt. Es gibt ja so viele Fanseiten, die da schon alle Details aus den Büchern zusammengesucht haben. Da findet man unter Umständen ganz, ganz interessante Möglichkeiten, was man da machen kann. Ich muss was weiß ich zum Beispiel auch, jetzt nicht unbedingt der Kurita-Raum, aber unten im Bereich der Chaos-Marken. Das heißt, ein Planet hat den Besitzer gewechselt. Es war vorher Liao, ist jetzt Davion. Da kann man dieses Aufgebaren gegen die Davion-Okkupation wunderbar ins Spiel bringen. Das ist... Genau, und ich muss Ika aber dazu stimmen. Es gibt viele Aspekte. Arkab Legion spielt zum Beispiel in den Romanen praktisch keine Rolle, ne? Das heißt, im Mainstream-Storytelling von Battletech gibt es unglaublich viele Ebenen, die, wenn dann nur gerade mal angeschnitten werden und teilweise auch gar nicht erwähnt. Und ich finde, das ist ein großer Vorteil von Battletech, weil du als gut informierter Spielleiter deine Gruppe sozusagen auf diese Pfade führen kannst. Selbst wenn sie alle Romane gelesen haben und sich mit dem Lore echt gut auskennen, kannst du sie immer wieder überraschen mit Aspekten, die sie so gar nicht auf dem Radar hatten oder sich nicht intensiv mit beschäftigt haben. Und dann kannst du immer wieder diese Schicksale dann halt auch mit dem großen roten Storyfaden von Stackpole und Co. dann wieder kreuzen lassen sozusagen. Und ich finde, das ist so eigentlich das Schöne daran, dass man eben nicht nur auf der Welle reitet, das Bekannte, wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Herr der Ringe Rollenspiel macht und dann ist man irgendwie, keine Ahnung, der dritte Schuhputzer von Frodo, der bei der Gemeinschaft des Rings noch nie erwähnt wurde. Und dann quasi man eigentlich immer genau weiß, was als nächstes passiert in der Storyline oder so. Ne? Das finde ich schade. Oder auch Star Wars Rollenspiel schwierig, wenn man weiß, was Luke, Leia und Han und so weiter veranstalten oder was. Ne? Mhm. Und man darf, weil du Kurita angesprochen hast, Ike nicht vergessen, das Draconis Combine wurde sehr, sehr lange, der erste Koordinator des Draconis Combines ein Von Rohr. Ja. Wirklich der erste? Naja, genau, und zwischendurch war es noch ein McAllister. Ja, genau. Und aber deswegen, das will ich sagen, also du kannst selbst erfahrene Lore-Cracks immer wieder überraschen mit Geschichten, die sie einfach noch nicht kannten. Und das macht das Universum so reichert und vor allem, die trotzdem das Universum nicht konterkarieren und in Frage stellen oder sowas, sondern die einfach trotzdem dazu passen. Ja, also um nur ein Beispiel zu machen, Kurita ist ja noch, ich sag mal so, relativ homogen, aber betreten wir dann zum Beispiel die Liga Freie Welten. Da heißt es im Prinzip, wenn du da so als RPG kleine Söldnertruppe machst, heißt es nur, scheiße, auf welchem Planeten sind wir? Weiß ich nicht. Liga Freier Welten, schieß einfach. Also, genau. Wer da jetzt gerade gegen wen aufgebahrt, ist egal. Hauptsache, sie schießen alle in dieselbe Richtung. Das
das ganze Material, das Quellenmaterial, was einem zur Verfügung steht, wenn man sich damit wirklich beschäftigen möchte, das ist so unheimlich vielfältig. Mhm. Das ist wirklich, ist wirklich der Wahnsinn. Online-Content, wirklich physische Bücher, die irgendwo rumfliegen. Ja. Das ist, und auch die Ideen, was man da machen kann. Also, ich gebe euch recht, man muss nicht unbedingt eine klassische Mäckriger-Kampagne machen, sondern man kann auch andere Wege gehen, solange es halt nicht heißt, wir machen jetzt hier Büroattentäter. Das könnte ein bisschen bisschen langweilig werden. Ja, aber Infanterieeinheit spielen, vor allem, wie geil ist das dann, wenn du dann auch im Mech verstrickt wirst, ne? Und dann diese Szenerie beschreibst, wie diese 12 Meter hohen Giganten dann vorbei und dann der Putz von den Decken und der Staub rieselt und du musst dir was überlegen, wie du dir die besiegst oder deine Missionsziel erfüllst oder so. Das Universum ist unglaublich reich an Möglichkeiten. Und wenn du einen guten Spielleiter hast und er das ausschöpfen kann, finde ich es einfach nur geil. Also es hat auch irre Spaß gemacht. Wir haben aus Spaß mehr oder weniger so als zwischendurch Charaktere hatten wir eine Gruppe, die hier nannten wir Hard Workers. Und das war quasi eine Gruppe an Techs von einer fiktiven Söldnereinheit, also die gibt es im Lore nicht, ja, auch so eine richtige Elite-Söldnereinheit. Aber wir waren halt wirklich die Tech-Truppe, ja, die halt immer den Scheiß erledigen musste. Ja, und das haben wir halt wirklich ausgelebt. Ja, also das war wirklich total lustig, weil du natürlich teilweise als Tech gar nicht mitkriegst, also wenn das der Spieler halt auch gut verkauft, du weißt nicht, auf welchem Planeten du bist, du weißt gar nicht, um was geht's hier überhaupt, warum kämpfen die überhaupt, ja, aber du weißt, da kommen irgendwelche Leute mit zerschossenen Mechs zurück und du musst die wieder lauffähig machen, damit die wieder weitermachen können, ja? Also total cool, total witzig, also hat eine ganz eigene Qualität gehabt. Teilweise auch ganz eigene Auswüchse angenommen, weil du musst Alkohol trinken, wenn du sowas spielst. Also und das kannst du wirklich ausspielen mit den Regeln aus der Second Edition. Also, ja. Es ist dann aber so, dass du eigentlich brauchst du jemanden, der sich, es kann eigentlich nur ein Hintergrund-Crack sich als Spielleiter beginnen, weil er alles kennt. Nee, ich glaube einfach, du brauchst jemanden mit sehr viel Vorstellungskraft. Ja. Weil wir haben zum Beispiel auch ein super Beispiel, das ich immer erzähle, wenn mir jemand sowas sagt, ist, wir haben auch Stormbringer, das Rollenspiel, gespielt. Mhm. Und das ist, er spielt ja in so einem Multiversum und wir sind wirklich im Multiversum gejumpt. Ja? Mhm. Und wir waren eine Dreiviertelstunde lang damit beschäftigt, einen Raum zu untersuchen, wo wir nicht rausfinden konnten, wo wir überhaupt sind, bis wir draufgekommen sind, wir sind in einem Fahrstuhl. Oder weil klar, wenn du Leute aus einer kompletten Fantasy-Welt, also ein Fantasy-Setting mit Magie und so weiter in Multiversum jumpen lässt, sie quasi in einem Keller von einem Wolkenkratzer landen lässt, ja, und die steigen in einen Fahrstuhl und du beschreibst das, wie das Leute sehen würden, aus dieser Zeit haben die keine Ahnung, dass sie in einem Lastenaufzug stehen. Also das war wirklich genial. Und genau so musst du das sehen. Ne? Und du kannst auch klassische Fantasy-Abenteuer auch im Battletech spielen lassen. Wenn dir jetzt, wenn du nicht total lore-sicher zum Beispiel bist, dann lässt du dich zum Beispiel in deine Lanze als Heckenritter engagieren. Ne? Es gibt genug kleine Adlige oder reiche planetare Muftis, ne? Die vielleicht einen anderen planetaren Konkurrenten haben und die haben sich vielleicht gerade eine Mechlanze angeschafft oder bauen die gerade eine eigene Miliz auf oder verfügen sogar über die planetare Miliz und die holen dich als Söldnerlanze dazu, um den Paroli zu bieten und da werden dann Kämpfer halt dann ausgetragen. Ne? Mhm. Also du kannst alles, was auch so klassisch ist an Szenarien oder die meisten klassischen Szenarien, kannst halt auch da spielen oder du kannst auch Attentäter, du kannst irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein Robin Hood irgendwie dann ausfindig machen, was weiß ich, da gibt es einen Widerstandskämpfer, so einen Che Guevara-Typen, den dann ausheben. Du musst jetzt nicht das große Lore anpacken und das Battletech-Universum gibt das alles her und das finde ich ist halt der Vorteil. Genau. Also ich finde ja diese große Lore dabei, das finde ich ja eigentlich das Interessante dabei, gerade für jemanden, der noch nicht so
tief in der Lore drin ist. Durch diese Dings, man kennt so die groben Züge, aber dann passiert halt, dass du plötzlich jenes und welches machst. Ich habe mal eine Runde mit dem Helge gespielt, da ging es dann, der Schluss ging darum, wir waren auf, ich habe den Namen von diesem Planeten vergessen, auf jeden Fall wussten wir nichts davon und es kam auf jeden Fall die Clan-Invasion. Das ist immer gut. Das ist ja immer gut, ja. Wenn das war praktisch steht, so, das, nicht so gut. Das große Finale, wir wussten grundsätzlich, ja, wir wussten schon, dass es Clans gibt, aber plötzlich, das kam so aus dem Nichts, wir wussten gar nicht, dass es da jetzt hingeht, weil wir auch nie irgendwie auf die Uhr oder auf die Jahreszeit geguckt haben. Und dann kamen die halt plötzlich an und dann kam auch noch Verstärkung und dann streiften wir so Viktor Steiner, der ja auch in diesem einen Roman dann da seine Bataillon oder sein Regiment da zurücklässt und flieht. Und die halt dann alle aufgerieben. Ja, du warst auf Trellwahn. Ja. Genau, das war's. Und das war, wir waren halt da so, wir hatten nur fünf? Ich glaube, wir hatten 5 Max. Und also ihr hattet einen Snack für einen Claner. Genau. Und das war dann halt so das Streifen der großen Geschichte, dass wir dann halt dafür mitgesorgt haben, dass er mit uns vom Planeten wegkam. Und das war halt so dieses Streifen der großen Geschichte, was dadurch, dass es auch so eine Riesengeschichte hat, was das sehr spannend gemacht hat. Genau, vor allem überraschend. Genau, vor allem viele von diesen großen Momenten sind ja, ich sag's mal grob umschrieben, weil man weiß ja nicht, wie der dort weggekommen ist, sodass du eigentlich solche Subplots gut mit einbauen kannst, weil klar würde niemand in einem Geschichtsbuch euch 5 Leute mit dem Max erwähnen, nur weil ihr zufällig gleichzeitig mit dem weggelaufen seid, ne? Genau, Footnote, also, irgendwo sind noch 5 Max rumgestapft. Genau, die haben ihn halt mitgenommen. Genau, und übrigens, da waren die 3 lustigen 5, ne? Also, genau. Und ja, aber das ist auch toll. Also ich finde es sogar eigentlich ganz gut, wenn die Spieler nicht super fit im Lore sind, weil Hand aufs Herz, wir hören alle Nachrichten, wir lesen im Internet News mit, wir sind auf Twitter und Co. Und trotzdem wissen wir nicht, was Donald Trump gerade mit seiner Melanie im Schlafzimmer gesprochen hat. Dank der Bücher wissen wir, was Hanse und wer auch immer da hinter den Türen. Also als Leser der Romane will ich damit sagen, sind wir extrem gut informiert, was hinter den verschlossenen Türen passiert und sind in jeden scheiß Plot eingeweiht. Und das sind ja die Figuren nicht. Und da haben viele Spieler ein Problem mit, dann zu sagen, das ist aber jetzt nicht loregerecht, weil das ist so und so. Ne? Der hat das dann und dann und so gesagt. Und dann hat der Max Liao dies und jenes getan. Ja, weil du die Bücher gelesen hast. Aber als stinknormaler Mechkrieger auf Planet XYZ in der 15. Reihe kannst du das alles nicht wissen. Das ist ein guter Aspekt, den man auch im Vorfeld klären sollte. Und zwar, wie spielt man das? Spielt man im klassischen, bekannten Battletech-Universum oder sagt man, wir lehnen uns da nur dran an? Mhm. Da muss ich wieder hervorheben, da kann man wirklich geile Sachen machen. Weil selbst als Leute, die das Lore gewussten, habe ich, oder wo ich gewusst habe, weil ich habe damals schon in den Büchern gelesen gehabt, hat mir das total gefallen. Wir waren dann als Söldnereinheit, die wir dann waren, auch im kapellanischen Bereich unterwegs. Und unser Meister hat sich die Arbeit gemacht und hat uns jede Woche am Spieleabend, am Abend begrüßt mit einer Ausgabe der Sian Post, also der Zeitung, wo natürlich alles nur drinnen stand aus Sicht der Propaganda von den Kapellanern, ne? Und da du ja selber als Söldnereinheit natürlich kommst, da nicht so viel Kohle hattest, dass du kommst, da dafür bezahlen konntest, dass du ein wirkliches Nachrichtenvideo gekriegt hast, ja, konntest du nur lesen, was da drinnen war. Ne? Jetzt hattest du keine Ahnung, was wirklich abging. Also das war wirklich genial. Und selbst als der die Bücher gelesen hat, hattest du natürlich eine Ahnung, dass da teilweise kompletter Müll drinnen gestanden ist. Ja? Aber das war einfach so gut gemacht, das war spitze. Und diese Freiheiten lässt dir das alles, weil du weißt ja nicht, was da alles als Propaganda abgelaufen ist. Ne? Also da hast du als Spielleiter wirklich extreme Freiheiten, was du da wirklich machen kannst. Also das finde ich super toll. Ja. Ja, das ist ja der klassische Fluch und Segen zugleich. Das ist ja in DSA ja auch ähnlich, wo man auch sagt, es gibt ja keine weißen Flecken, weil schon jeder
Baumstamm und jeder Brunnen beschrieben wurde. Ja, aber genau das ist eben das Problem, wenn du es zu ernst nimmst. Mhm. Weil genau das Problem haben zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jemand jemals die DSA-Hörspiele sich angetan hat. Ich habe mal ein, zwei davon gehört und die versuchen ja extrem loregerecht zu sein und Gott sind die langweilig. Hast du schon mal das Hörbuch vom Silmarillion gehört? Ja gut, aber da ist das Buch auch, es liest sich wie das Telefonbuch. Also, ja, genau. Da ist auch das Buch nur spannend für Fans, ja, also das verstehe ich. Silmarillion liest man nur, damit man sagen kann, ich habe es gelesen und jeder, der es gelesen hat, sagt genau. So, ich weiß, genau, wie du Gott, gelesen hast. Genau, Gott sei Dank bin ich da durch. Ja. Ich habe es nie gelesen, keine Ahnung. Genau, also. Ja, dann gehörst du nicht dazu. Also das Hörbuch ist zügig durchgesprochen, sind es auch nur 12 Stunden, also. Also das ist, ich habe damals, das muss so, keine Ahnung, Anfang, Mitte 90er gewesen sein, da waren wir in Dortmund in der Fußgängerzone unterwegs und wir hatten so einen Typen dabei, Freund war das nicht von mir, ein Bekannter, und der ist mir immer auf den Zeiger gegangen mit so seiner leicht selbstherrlichen Art und er hatte echt an einem Samstagnachmittag in der Fußgängerzone der Innenstadt dieses blöde Buch dabei und las bei jeder sich bietenden Gelegenheit und gab damit an, dass er jetzt das Silmarillion liest. Und irgendwie seitdem hatte dieses Buch auch schon so einen negativen Beigeschmack, so dass das irgendwie, nein, das habe ich nie angefasst, deswegen. Ich klingt ja, also, doof vielleicht, aber ich weiß nicht. Es ist nett, wenn man die Background-Story kennt und dass man, also dass ich es geschafft habe, es zu lesen, aber es liest sich teilweise wirklich wie das Telefonbuch. Mhm. Ja. Weil so viele Charaktere vorkommen, das ist ein Wahnsinn. So wirkt ja das Buch auch von außen, ja. Mhm. Ich habe irgendwie eine Woche gebraucht, als ich Ferien hatte. Ich habe mich jeden Tag so eine Stunde oder so durchgequält oder zwei. Mhm. Das habe ich mit den Buddenbrooks gemacht. Also es gab tatsächlich, also beim Silmarillion ist ja so ein Begleitbuch dabei, beziehungsweise bei manchen ist es, glaube ich, hinten drin, so in den Anhängen, die ganzen Namen, die einzelnen Charaktere haben, weil manchmal haben die ja 3 Namen in 4 verschiedenen Sprachen oder so, ne? Mhm. Und so, damit man überhaupt am Laufenden bleibt, weil die heißen auf der nächsten Seite plötzlich anders und du denkst, ja, what the fuck? Ja? Mhm. Und dann musst nachlesen. Ja? Und es ist wirklich, das Silmarillion war eines von 2 Büchern, wo ich wirklich das Begleitheft quasi brauchte, damit ich manche Sachen verstanden habe. Das zweite, für alle, die es wissen wollen, war das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco. Ja. Ja. Weil da so viele geschichtliche Sachen drin vorkommen. Und ich bin nicht schlecht in Geschichte, aber das, was der da alles verarbeitet hat, das wusste ich auch nicht. Ja. Und deswegen habe ich das geschichtliche Begleitbuch gebraucht. Aber das, ja, ist schwierig. Aber kommen wir mal wieder zum eigentlichen Thema zurück. Wir sind ein bisschen jetzt weit weggewandert, ne? Also MacWarrior RPG. Ich glaube, wir sind so alle so der Meinung, dass das MacWarrior RPG ein unterschätztes Rollenspiel ist. Absolut. Es ist sicherlich auch nicht der Stein der Weisen, ne? Aber es bietet unglaublich viel Potenzial und wer das Battletech-Universum liebt und einfach mal Geschichten jenseits des Mainstreams erleben möchte, der hat dort wahnsinnig viele Möglichkeiten und das nicht nur als Mech-Krieger, sondern, also du hast ja auch bei mir schon mitgespielt, die Zeit in Relation, wo ihr im Mech saßt oder was anderes gemacht habt, wie war das so ungefähr vom Verhältnis, Icke? Naja, also im Mech satzen oder im Tabletop was machen? Ja, das ist ja quasi das im Endeffekt. Naja, nee, wir hatten auch noch einige, wo wir praktisch im Rollenspiel im Mech saßen. Genau. Also mehr Rollenspiel als Tisch, würde ich sagen. Das denke ich auch. Ja. So also, 1,5:2:1, schätze ich mal, Rollenspiel. Genau, 2:1, in manchen Phasen sogar mal auch mal 3:1, aber 2:1, glaube ich, ist so das richtige Verhältnis gewesen. Ja. Es ist auch, da muss man auch sich drauf einlassen. Also gerade so als eingefleischter Rollenspieler, du hattest ja mal erzählt, es gab auch mal irgendwie einen, der hatte generell gesagt, nee, Tabletop hat er gar keine Lust. Ja, richtig. Ich war dann auch eher einig, ich hätte gerne das etwas mehr rollenspiellastiger das Tabletop gehabt irgendwie. Ich kann aber nicht genau sagen, wie. Das war einfach so, weil ich halt so anders oder halt an das Rollenspiel an sich da so mehr, es gerne gesehen hätte, mehr rollenspielmäßig das Tabletop zu machen, sozusagen.
da muss man sich halt drauf einlassen. Aber es ist schon eine ganz andere Spielart. Es ist halt ein taktisches Spiel dann, ne? Auf einmal. Mhm. Klar, du kannst auch ein bisschen Rollenspiel, aber du unterhältst dich ja nicht andauernd mit deinem Gegner. Mhm. Und, eher der Ausnahmefall sozusagen. Ne? Aber was man glaube ich schon am Rollenspiel auch insgesamt sieht, welche Langlebigkeit das hat im Prinzip, ja. Weil wenn man sich jetzt ansieht, MechWarrior, First Edition, wie du gesagt hast, 1986, Second Edition 91, Third Edition 99, 2007 nochmal aufgelegt und dann 2010 A Time of War. Und 2020 und? MechWarrior Destiny. Genau. Auch sehr gespannt. Aber wo ist das drauf? Ja. Und das soll jetzt auch, also in Wave 1, glaube ich nicht, aber Wave 2. Ja. Und da schon was drüber? Ja, also ich habe dadurch, dass wir da ja Bäcker waren, haben sie eine Beta-Version von rausgehauen. Es lehnt doch mehr an die Second Edition an. Hat trotzdem ein paar, also zumindest für mein Verständnis, ein paar Elemente von der Third Edition auch mit drin. Ist aber sehr down to earth. Also von dem, was sie gepublished haben bisher, ist das sehr, sehr userfreundlich. Also eine Charaktererschaffung innerhalb von einer halben Stunde maximal. Mhm. Genau. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit Robotech, der Role-Playing Game, ist auch 1986 erschienen, lustigerweise. Ja. Also Robotech RPG. Ja. Die First Edition haben unzählige Sourcebooks rausgebracht bis 1995. Ist dann mehr oder weniger gestorben. Haben aber lustigerweise Robotech 2 RPG 1987 rausgebracht. Obwohl für die First Edition bis 95 Sourcebooks rausgekommen sind. Also schon mal etwas verwirrend. Und haben dann versucht, 2008 nochmal eine Auflage zu machen, wo sie den Film, also den DVD-Zusammenschnitt für den vom Robotech-Feature-Film quasi beigelegt haben. Und nur damit man quasi den Feature-Film nachspielen kann, haben sie das quasi das RPG nochmal aufgelegt. So als Sonderedition vom Film quasi. Ist irre gefloppt. Wir sind auch nicht das Zielklientel von denen gewesen. Ich glaub, nee, aber es gibt offensichtlich doch nicht so viele Fans von Robotech, ja. Auch wenn ich jetzt vielleicht ein paar Robotech-Fans verärgere. Und Palladium, also der Aufleger des RPGs, hat dann mit diesem DVD-Release auch die Rechte verloren am Ganzen. Mhm. Also war wenig erfolgreich das ganze Adventure. Ja, ich glaube, da sind schon auch eine Menge Rollenspielsysteme, von denen heute kein Mensch mehr spricht, halt auf dem Dingsbeam. Aber ich glaube eben das, was jetzt gerade dem Icke nicht gefallen hat, ist eigentlich ein wichtiger Punkt, was vielen Leuten gefällt, weil wir hatten beim letzten oder vorletzten Abend auch das Thema Mischverhältnis Rollenspiel zu Tabletop und meine aktuellen Mitspieler noch oder Spielergruppe, die fanden das gerade gut. Das finden sie gerade gut, dass es eben nicht nur Rollenspiel ist, sondern auch dieser taktische Aspekt noch dabei ist. Dieser Kampagnenaspekt, auch noch eine Kompanie zu managen mit Ressourcen. Das heißt, du hast ja noch so ein so Management-Game Wirtschaftskomponente noch mit dann dabei. Und natürlich dann so eine gesamtstrategische, weil ja auch in der inneren Sphäre so ein permanenter Krieg halt herrscht, ne? Mal heiß, mal etwas milder. Und das fanden die gerade extrem reizvoll. Und ich glaube, diese Mischung, weiß nicht, ob es einzigartig ist, aber zumindest wäre mir jetzt nicht so bekannt. Klar, Warhammer oder so kann man auch so spielen, aber da gibt es keine klaren Grenzen, sondern immer nur, oh, Planet XY ist vom Chaos befallen und jetzt kommen die Marines und purgen alles oder eine Warbin von keine Ahnung, Orks ist vorbeigekommen. Aber so, sag ich mal, das so in militärischen Größe, vielleicht bei Star Trek noch oder sowas, ne? Könnte ich es mir noch vorstellen. Aber ich glaube, es gibt nicht so viele, die militär, strategisch, taktisch, wirtschaftlich und das auch noch mit Rollenspiel verquicken und dann auch mit so ein paar mittelalterlichen Aspekten dabei. Bottomline ist, es kommt halt darauf an, was Spielleiter und Spieler spielen wollen. Ja, genau. Richtig. Du hast alle Möglichkeiten,
Ne? Ja. Übrigens, das Bild von MacFarlane Destiny erinnert an 1, das ist. Ja, und das haben sie auch genauso. Genau deswegen haben sie da nochmal ein Remake davon gemacht. Hm. Außer, dass bei dem Remake die wackelnde Radarschüssel nicht so schön ist, wie im ersten Teil. Hm. Boah. So, ja, ich glaube, haben wir eigentlich alles gesagt, ne? Hm. Ja. Ja. Also, Freunde, wartet entweder noch ein bisschen ab, bis MacWarrior Destiny kommt. Es kann nicht mehr lange sein. Also man kann das Finale schon kaufen für 14,95 im, als PDF. Okay, ja. Nur die Bäcker haben es wohl noch nicht das Original bekommen. Ja. So wie. Aber irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist ja immer, genau. Okay, also die Bäcker kriegen noch die Hardcopy quasi. Genau, und dann gibt es natürlich, glaube ich, auch noch so ein spezielles Cover, wenn du es haben möchtest. Das war, glaube ich, auch noch als Option dabei. Also das, die Bäcker bekommen auch sicherlich noch die finale Version irgendwie jetzt demnächst mal zugeschickt, schätze ich mal dann. Mhm. Okay. Gut, interessantes Fun Fact vielleicht noch. Die Second Edition wurde auch auf Französisch, Japanisch und Spanisch übersetzt. Oh. Ja, gut, das war High Tide of Battletech. Also es war die Zeit, wo es wirklich global auch eins der bekanntesten und größten Systeme war. Ja. Battletech auf Spanisch. Klingt schon mal spannend. Guerra de Mechanical. Na, was weiß ich. Ja. Neue Ike, Herausforderung. Ike, was wolltest du sagen? Ich wollte fragen, habt ihr jetzt noch etwas zum Schluss noch zu erwähnen, was wir vergessen haben? Ja, ich in eigener Sache. Zwei Sachen eigentlich noch. Besser gesagt, Punkt 1 ist Ende des Monats, also Ende Oktober, ist die PhoenixCon im Harz. Da werde ich hinfahren. Und wenn der ein oder andere, der es hier noch hört und auch Lust dahin zu kommen und Corona uns nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung macht, aktuell gibt es da auch ein Hygienekonzept und pipapo. Und ich werde das Risiko eingehen, natürlich mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf, weil ich muss auch mal wieder raus und ich möchte gerne Tabletop spielen und ich möchte auch ein paar Leute wieder sehen, die ich schon jetzt ewig nicht zu Gesicht bekommen habe. Von daher bin ich sehr gespannt, ob das stattfindet. Und der Jan Rehse gibt ja wirklich alles, dass das auch stattfinden kann in diesem. Ja, da können wir nur neidisch sein, weil in Österreich sind die ganzen Cons abgesagt worden. Oh, arme Sau. Mhm. Naja, wie gesagt, ist ja noch nicht durch. Also loben wir mal den Tag noch nicht vor dem Abend. Am 1.11. wissen wir mehr. Ne? Ich bin auch gespannt, weil ich mit meinem neuen Fahrzeug dorthin fahre und es gibt keine Ladestation am Zielort. Es bleibt spannend. Ja, das ist bestimmt irgendwie eine Steckdose. Ja, das habe ich auch schon gefragt. Genau, irgendwie so ein Schuko-Dings da, dass ich da übers Wochenende ein paar Kilowatt noch reinladen kann. Also es wird erst dann interessant, wenn du diese Anfrage per Brieftaube schicken musst, aber. Nee, ich Rauchzeichen. Ja. Also ich kann nur sagen, richtig spannend wird es erst, wenn du sowas machst wie ein Kumpel von mir, der mit seinem Tesla in Rumänien war. Oh. Du läutest dann bei einem Einfamilienhaus an und sagst ihnen, darf ich ihnen 2 Kilo Kaffee schenken dafür, dass du mal kurz anstecken kann. Sehr geil, sehr geil. Er hat aber dann Kaffee und Kuchen auch noch bekommen. Okay, und was war das Zweite? Das Zweite ist, letzte Woche am Mittwoch gab es ein Announcement, dass es einen neuen Battletech-Roman gibt, der schon lange erwartet wurde, sollte eigentlich sogar schon letztes Jahr erscheinen. Und zwar Children of Kerensky von Blaine Lee Pardo. Ich hatte es gerade gelesen und geliked. Da ploppte mein Chat auf und Blaine schrieb mir, "Your moment is coming." Na, dann sind wir mal gespannt. Genau, you are a character. Und dann habe ich nochmal so ganz vorsichtig gefragt, also meint schon ein supporting character, also Nebencharakter und nicht irgendwie einer der Hauptcharaktere, oder? Und daraufhin hat er nur geantwortet, you are very cool. Okay. Ja, so beschreibt man halt, wenn so eine Leiche durch den Weltraum driftet. Genau, vielleicht. Wasserleiche, Weltraumleiche, keine Ahnung, genau. Ne? Also, damals hat er ja geschrieben, irgendwie ein Admiral-Rang bei den Klanern oder so. Ne? Also, das würde ja dann dazu passen, Leiche im Weltraum. Ne?
Ich bin extrem gespannt, was dabei rumkommt, weil mehr ließ er sich auch nicht entlocken. Also nur diese drei wirklich sehr kurzen Sätze. Ich fand schon schlimm, dass er diesen Ausschnitt vom Titel gemacht hat, wo die Nerds sofort erkannt haben, das ist ein Ryoken 2. Ganz klar. Ja, schreib was mehr. Meine Güte. Ja. Also ich bin gespannt auf das Buch. Ja, ich auch, ich auch. Also auch Gibt es das schon zum Vorbestellen? Nee, Vorbestellen gibt es noch nicht, gell? Mm-mm. Keine Ahnung. Noch nie gesehen. Ich werde es auf jeden Fall gleich holen. Genau. Ja, bleibt schon. Also ich habe damit ja eigentlich nie gerechnet. Ich habe mich ja einfach mal so wie viele andere auch damals einfach drauf beworben über Facebook und war ja dann auch sehr erfreut, dass dann mein Name auf der Liste auftaucht. Aber das ist ja jetzt auch schon wieder gute 2 Jahre her, hätte ich jetzt mal gesagt. Also von daher, man wird ja dann auch vorsichtig, ob das überhaupt noch alles klappt. Und es war ja auch immer eine Gefahr, dass die Editoren mich dann irgendwie rauswerfen, weil sie meinen Namen irgendwie doof fanden und dann doch lieber Joe Average dann nehmen oder so. Ja, klar. John Doe. John Doe, genau. Aber ja, es scheint wohl Wirklichkeit zu werden. Und das wäre schon echt geil, im Battletech-Lore verewigt zu werden. Das kann man dann schon sagen. Also bis die Menschheit dann irgendwann keine Bücher mehr hat oder so. Gut, Trump arbeitet daran, dass das schneller kommt als gedacht, aber wir werden sehen. In Sarnanet wirst du dann verewigt werden. Ja! Und jeder Amerikaner würde sagen, Mr. Hakey. Mr. Hakey. Honorable Hakey. Ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, der hatte einen deutschen Namen, der im Englischen, also im Deutschen eher profan klingt, aber im Englischen richtig geil. Der sagte immer am Telefon, Hi, my name is Frank Stauer. Stauer, Frank Stauer. Frank Stöber klingt auf Deutsch jetzt nicht so überzeugend, finde ich. Ja, hat was. Ja. Ja. Okay, ja, gut. Gut. Das heißt, der Eke, dann, der muss diesen Podcast dann noch vor der PhoenixCon editiert und hochgeladen haben. Ja, das wäre gut. Mhm. Ja, ich muss mir nur entschuldigen, das letzte Mal hat es etwas länger gedauert. Knapp einen Monat. Ich bin hoffe, dass ich das schneller hinkriege. Genau. Gebe alles. Du musst alles geben, sonst müssen wir dich beim Treffen aus. Okay, dann werde ich es auf jeden Fall schneller hinkriegen. Okay, dann. Wir danken euch da draußen für die Aufmerksamkeit. Hoffen, ihr hattet so viel Spaß wie wir oder sogar noch mehr. Fragen, Wünsche, Anregungen gerne uns schicken per Kommentar, E-Mail, sonst irgendwie, Brieftaube. Wünsche für Episoden, die wir aufnehmen sollen, über Themen natürlich auch gerne. Welche, habt ihr schon eine Idee, was wir nächstes Mal machen wollen? Puh, gute Frage. Also wir haben ja ein Trello-Board, da werden wir mal was gucken. Genau, es wird grandios. Ja. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir irgendwann mal eine Folge Was ist Robotech machen? Also wo kommt Battletech her? Ah, du meinst, wo Battletech sich alles zusammengeklaut hat? Oh, genau. Das ist interessant. Oh, das ist interessant. Ja, in der Tat. Jetzt ist die Frage, kennt sich jemand von euch mit Robotech aus? Ja, es ist ja nicht der Hoshi was. Ah, okay. Er guckt schon so nach oben. Ja, aber das Lustige ist, es ist nicht unbedingt Robotech, wo sie die Designs geklaut haben. Das stimmt, ja. Nicht allein. Aber das in der Folge, wenn wir es besprechen. Genau. Okay. Gut, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Ciao. Sayonara. Inspection. Successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be back. Shutting down.